Frenkel Frotzelt. Heute. Let's play Klo Manager Deluxe. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Klo Manager Deluxe. Wir sind bei Runde 56. Ich bin dabei, Mr. Methan zu vernichten. Ihn einzuscheißen, ihn tot zu pissen, ja, ihn zu demütigen. Der hat mich so oft, zusammengecheatet am Anfang, dass ich jetzt hier ihn ganz langsam töten werde. So. Wir sind stehen geblieben. Ja. Folgendes. Ich muss mal wieder meine ganzen Klos kontrollieren. Ich neige dazu, ab und zu mal was zu übersehen. Deswegen klicken wir jetzt erstmal vor allen Dingen die vierten Klos durch, ob da alles stimmt. Manchmal kommt ja so ein Kaputtmacher und macht irgendwas kaputt und... Moment. Ah, Backenfänger. Backenfänger. Backenfänger ist das Richtige. Da habe ich das falsche Dings hier drin. Wir wollen hier den Backenfänger. So ist richtig. So. Also, da kommt manchmal irgendwie so ein Typ vorbei, der irgendwie was kaputt haut und dann sind Sachen unvollständig und das übersieht man ganz gerne. Gerade wenn man so viele Parzellen jetzt hat wie ich. Scheint aber alles in Ordnung zu sein da. Oder? Ja, alles kaiserlich, also nichts irgendwie unvollständig oder so. Und hier ist alles luxuriös und jetzt auch richtig mit Backenfänger, ne? Passt. Okay. Kann natürlich sein, dass ich trotzdem was übersehen habe. Ist egal, komm, wir machen ihn platt. Ihr seht hier die ganzen roten Fähnchen, alles mein Imperium und der blöde Mr. Methan hat ein einzige Parzelle hat er. Und ich werde ihn weiter vernichten jetzt. So, das Gesundheitsamt ist nicht so gut gelaunt. Das freut mich zu hören. Dann werde ich jetzt gleich nochmal mein Glück mit Udo Übel versuchen. Und im Kollegen hier nochmal das Klo vollkotzen. Yes! Geglückt! Wunderbar. Und jetzt schicken wir das Gesundheitsamt und dann schauen wir mal, was schön verschmutzt ist und was ihn das kostet. Dingelingeling. Mr. Methan hat Besuch. So, wahrscheinlich sind drei Klos in Ordnung, wie ich das kenne. Das ist ja immer so ein bisschen komisch. Oh, das erste ist schon verschmutzt. Ah! Ja, ja! Bumsfallera, ist es eine Parzelle los? Ja, das war eine gute Aktion. Er kann sie sich natürlich jetzt sofort wieder kaufen, weil er das Geld wieder kriegt, aber die gesamte Ausstattung ist weg. Das freut mich. So, das hat's gebracht hier. Ich kann ja nicht forschen oder sowas. Ich kann ja gar nichts mehr machen weiter, oder? Ist jetzt alles kontrolliert und alles bestens. Dann gehen wir in die nächste Runde, weil forschen brauche ich nicht. Hab schon alles. Statistik nochmal ein kurzer Blick hier. Seht ihr ja. Ich regiere quasi, ja. Ich rule. Er hat ja nicht mal einen kleinen Anteil, weil er gerade keine Parzelle hat, der Blödmann. Sehr schön. Okay. Nächste Runde. Das gehen wir schnell durch. Wir brauchen nur den Gesamtüberblick. Den haben wir hier. So war's. Ja, 90.000 hier noch in Parzelle 6. Das ist wahrscheinlich durch Gerüchte entstanden. Ich schaue aber sicherheitshalber nochmal nach dann. Ich möchte an einem Dichterwettbewerb teilnehmen. Nein. So, jetzt ist Mr. Methan an der Reihe. Kommt hier mit einem Vollkotzer. Das ist natürlich immer so eine kritische Sache, weil wenn das gelingt, bin ich die Parzelle wahrscheinlich los. Sehr gut. Es läuft. Es läuft. So, das Gesundheitsamt kann jetzt gerne kommen. Mein viertes Klo ist ja nicht so gut ausgestattet und entsprechend wird es weniger zum Scheißen aufgesucht und entsprechend ist es weniger verschmutzt und damit bin ich auf jeden Fall gerettet. Die ersten drei sind wahrscheinlich dreckig. Das muss ich ja wohl so hinnehmen, ne? Einmal, zweimal und dreimal ist klar. Ist klar. Aber das vierte ist gut und damit 180.000 Öcken, hey. Jetzt kommt er mal wieder mit seinen scheiß Gerüchten. Parzelle 6 wollte ich nachschauen, gell? Ja, wenn die Leute dort wenigstens die Schüssel treffen würden. Das ist ja ein ganz tolles Gerücht, ne? Naja, die Spülung hatte ich fast weggerissen, Idiot. So, warum der jetzt befördert wird, nachdem er seine scheiß Parzelle verloren hat, das kann ich mir auch nicht erklären. So, Rundenkönig bin aber ich, das heißt, ich kann was gewinnen. Ich hoffe mal auf ein bisschen Geld, 10.000 Euro nehme ich gerne geschenkt. Oder sowas wie eine Apokalypse oder sowas, das wird sich lohnen. Aber eine Keramikschüssel, naja. Das ist geschenkt. So, erstmal alles richten. Aha, jetzt hat er sich das da oben gekauft. Alles gerichtet, ja, alles grün hier, okay. Ich habe 4 Millionen, das heißt, ich könnte ja wieder zuschlagen jetzt, gell? Naja, ist ja noch einiges offen. Jetzt gehen wir aber erstmal hier hinten rein.
Das ist äußerst übel gelaunt. Das versuchen wir natürlich wieder mit Udo Übel auszunutzen. Ist klar. Wäre natürlich jetzt ein Traum, wenn das nochmal klappt. Zweimal ineinander. Ich kann es kaum glauben. Ich glaub's nicht. Du kleiner blöder Spritzer. Ich mach dich so fertig jetzt. Dann hauen wir immer nur die Gerüchte auf die Penunse hier. Wir haben ja Kohle ohne Ende. So. Kriegt er das auch noch drauf hier? Ja. Und dann kommt noch das Gesundheitsamt. Nein, nein, das werde ich diesmal nicht vergessen. Das habe ich ja schon mal vergessen, aber das wird mir jetzt nicht passieren. Denn es ist äußerst übel gelaunt. Das heißt, es wird teurer Spaß für ihn. Ein ganz teurer Spaß. Ich schätze mal, er könnte seine Parzelle gerade wieder verlieren. Und ich muss auch dran denken, dass ich meine Parzelle 6-mal checke. So, dann wollen wir mal sehen. Klo 1 ist okay. Klo 2 ist okay. Klo 3 ist okay. Okay, wenigstens das vierte ist so und das kostet dann 48.000. Das tut ihm ja schon mehr weh als mir, das muss man auch sagen, ne? Auch wenn es nicht so viel ist. Okay, so, jetzt pass auf. Parzelle 6. Welches ist denn die Parzelle 6 eigentlich? Wie kann ich denn das rausfinden hier? Das ist Flughafen 4. Nee, das ist ja Schwachsinn. Was ist denn jetzt die sechste Parzelle? Wie kann ich jetzt das... Tja. Ach komm, drauf gepfiffen ist doch alles okay. Das wissen wir doch, ne? Das wissen wir doch. Ist alles okay. Das heißt, warte mal, eins muss ich noch schauen. Ich habe schon mal vergessen, hier diese Standarddinger hier zu kaufen. Nicht, dass ich das wieder irgendwo vergessen habe. Einmal schnell durchgeklickt. Nein, alles da. Alles da. So. Jetzt kaufen wir eine neue Parzelle. Und zwar... Vielleicht direkt in Konkurrenz neben ihm oder so? Was haltet ihr davon? Was kostet das hier? 2,6 Millionen, das kaufe ich! Hip hip hurra! So, jetzt müssen wir es natürlich erst wieder ausstatten, das dauert ein bisschen. Aber das ist natürlich schon wichtig. So, wir haben hier sogar noch eine Apokalypse übrig, sehe ich. Das heißt, ich brauche nur noch zwei. Smaragd brauchen wir 4, dann nehmen wir nicht für alle Klos diesen Smaragd. Und den Geiserstuhl brauchen wir nur 3-mal. Und dann brauchen wir den Backenfänger 1-mal. Genau, so war das. Genau, genau, genau. So, dann machen wir erstmal hier das Geld, damit das erstmal eingestellt ist. Hip, hip, hurra. Ich könnte damit den Preis noch runtergehen. Ich weiß aber nicht, ob ich da viel mehr verdiene. Ihr habt ja mehrfach schon gesagt, ich soll mit dem Preis runtergehen. Ach, komm, drauf geschissen. Es läuft doch super. Da brauche ich doch jetzt nichts ändern. Never change a winning system, sag ich mal. A running system. So, 10, okay. Dann haben wir hier natürlich Nerz. Da machen wir überall Nerz, glaube ich. Oder wie war das? Ich hab's vergessen. Das hier nur Papier. Papier. Hier ist nur Papier, genau. So war das. Aber hier machen wir Nerz. Ja. Jetzt mache ich das mal hier strukturiert, Stück für Stück. Spülung, Apokalypse. Schüssel, Schmaragd. Brille, Geiserstuhl, Rolle, Nerz. Alles perfekt und damit auch kaiserlich. Da machen wir das Ganze nochmal hier, das Spielchen. Apokalypse, Smaragd. Und, nein, das war daneben. Das haben wir ja schon eingestellt. So ist alles kaiserlich, hervorragend. Und auch dieses hier. Palim, Palem. Ich stelle mir aber gerade trotzdem die Frage, ob ich vielleicht doch mal probehalber einen Preis senken sollte. Ja, jetzt mache ich erstmal das hier fertig. Spülung. Was nehmen wir da immer? Das habe ich schon wieder vergessen. Schüsselfluter? Oder welches war das nochmal? Moment, ich schaue nochmal nach einfach. Springflut. Springflut war das. Okay. Wo ist die Springflut? Die ist hier, da muss ich noch eine kaufen. So, und dann kriegst du ja deine scheiß Springflut. So, Schüssel haben wir gesagt, Backenfänger. Nee, Schüssel, Quatsch. Smaragd. Backenfänger ist ja die Brille. Meine Fresse. Frenkel, du bist wieder völlig durcheinander hier. So. Backenfänger, sehr gut. 10 Euro, alles bestens. So, und jetzt ist natürlich die Überlegung. Warte mal. Ich werde mal Bahnhof 1, werde ich jetzt mal hier den Preis senken. Mal probehalber. Um zu schauen, wie das dann läuft hier. Einmal mit 7 und einmal mit 6 Euro. Das ist jetzt quasi ein Stich, Stichpunkttest. Quatsch. Ein, Dingsbums-Test halt. Ihr wisst schon, ein Test halt, ne? So. Taram, taram. 1,4 Millionen, da kriege ich nichts mehr dafür. Alles gerichtet. Alles gemacht.
Stichprobe, so meine ich das. So war das gemeint, Stichprobentest. So, auf geht's. Fertig. So, und jetzt gucken wir das mal an hier. Welches war das denn? Das ist die große Frage jetzt wieder, ne? Es war... Halt zurück. Nein, das will ich nicht. Ich möchte hier, bitte. Hä? Ja, okay, dann schaue ich nur in der Gesamtübersicht. Nee, das geht aber, das muss doch funktionieren hier. Ah, so, okay. Parzelle 6. Bahnhof 1, da habe ich den Test gemacht. Und was haben wir da? Da haben wir deutlich mehr Gäste. Ja, das ist doch perfekt, 8 Euro hier. Da seht ihr doch. Was sagt ihr mir davon, wegen ich so einen Preis senken? Ist doch Quatsch. Mache ich weniger Gewinn und mehr Scheißen drauf rum. Lohnt sich doch nicht. So, Mr. Methan ist dran. So, jetzt kommt das Gesundheitsamt, weil er sich kein Vollkotzer mehr leisten kann. Und er schickt es wahrscheinlich dorthin, wo ich jetzt gerade die Preise gesenkt habe. Aber auch dort ist Klo 4 normalerweise in Ordnung. Wenn nicht, dann stimmt irgendwas nicht. Jawoll. 108.000. Oh, meine Fresse. Du machst mich fast ein bisschen ärgerlich, Mr. Methan. Jetzt kommt er auch noch mit Gerüchten hier. Ja, ja. Bla, 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 bla. Ihr seht rechts unten, ich glaube, das ist auch das Geld, was er gerade hat, nämlich 790.000. Da ist er ganz weit davon entfernt, sich eine zweite Parzelle zu kaufen. Das heißt, ich habe eigentlich schon gewonnen, ja? Aber wie gesagt, ich möchte das genießen. Jetzt kommt er mit dem Kaputtmacher auch noch. Hallo? Ich möchte es genießen, ihn so richtig rund zu machen, den kleinen Pisser. Und, wie sieht's aus? Erwischt, genau. An der Stelle fällt mir ein, falls es mal einen zweiten Teil gibt, da könnte man auch eventuell noch Sicherheitspersonal mit einbauen, das man dann einstellen kann, ne? Das entsprechend gut auf diese Leute hier reagiert. Das wäre doch mal ein toller Vorschlag. So, genau. Offensichtliche Unfähigkeit, so sehe ich das auch. Und trotzdem Rundenkönig. Manchmal verstehe ich das Spiel immer noch nicht. Naja, egal. Ich muss nicht alles wissen, ich will einfach nur gewinnen. Ja, was gewinnt er denn Schönes? Eine Smaragdschüssel, der kleine Penner. Naja, komm. Gönnen wir es ihm, gönnen wir es ihm. So, jetzt wird erst einmal ihr erst alles gerichtet, ganz klar. So, dann war Flughafen 1. Welches war Flughafen 1? War das hier? Nein, das war 4. Bahnhof war es doch, ne? 1, genau. Das werden wir jetzt wieder auf 8 Euro erhöhen. Das ist Käse, was ihr mir da erzählt. 8 Euro ist super. So ist das einwandfrei. Okidoki, alles ist grün hier und wir könnten uns schon wieder eine Parzelle kaufen. Das machen wir wahrscheinlich auch gleich. Aber das Gesundheitsamt ist nach wie vor übel gelaunt, deswegen werden wir erneut Mr. Übel schicken. Dass das jetzt ein drittes Mal in Folge klappt, kann ich mir kaum vorstellen. Aber warum? Das Glück ist mir Holz momentan. Yes. Okay, schön. Das hat gesessen. Dann können wir das Gesundheitsamt gleich noch auf den Arsch schicken. Gucken wir mal. Oh Mann, der blutet hier, der blutet hier. Der blutet richtig langsam aus, der Kollege. Das möchte ich so sehen. Ah, schon Klo 2 ist so. Das freut mich. Damit sind 2 Klos auf so. Und das ist dann schon ein bisschen teurer als beim letzten Mal. Jawoll, ja. So, und jetzt kann er die Gerüchte kann er jetzt auch gerade auch noch haben, ne? Weil wir haben immer noch über 3 Millionen Euro. Ich habe quasi zu viel Geld. Das muss raus irgendwie, ja? Das muss man einfach investieren. Bums. Und jetzt kaufen wir noch eine Parzelle und dann ist er endgültig in the ass. Dann ist es nur noch eine Frage von, ja, Minuten wahrscheinlich. Naja, da unten sind noch 2 Parzellen. Die muss ich auch erstmal kaufen, alle, ne? So ganz so schnell geht's dann doch nicht. Okay, das war das hier. Jetzt kaufen wir am besten hier gleich, warte mal, die da oben noch, ne? Dann kaufen wir die hier. 3 Millionen. Oh Mann, ey, die kann ich mir gerade so leisten, ey. Ganz schön teuer. Nehmen wir. So. Können wir natürlich jetzt keine perfekte Ausstattung nehmen, aber es ist drauf geschissen. Ich habe sie auf jeden Fall schon mal hier eingetütet und so, dann haben wir das hier. Das können wir uns alles nicht mehr leisten. Das heißt, wir müssen sie jetzt mehr oder weniger notdürftig ausstatten. Macht aber nichts, ne? Ist nicht so schlimm. Wir machen es trotzdem erstmal hier mit 8 Euro. Wenn wir da jetzt in der Runde mal ein bisschen weniger verdienen, egal. Ich bin zu faul, das dann extra alles nochmal umzustellen. Das ist mir zu doof, ganz ehrlich. Das ist mir zu doof. 10 Euro. So, jetzt habe ich ja nicht mal einen Backenfänger. Dann nehme ich halt hier einmal die Presswohne halt. Da habe ich doch 5 Stück.
Warte mal, die Spülung, da brauche ich eigentlich eine Springflut. Haben wir keine. Dann nehmen wir die nächst bessere, nehmen wir eine Sturzbach, würde ich sagen. Das ist die hier, genau. Schüssel, da bräuchten wir eigentlich Smaragd, haben wir nicht. Also nehmen wir Gold, ist auch gut. Und bei der Brille bräuchten wir eigentlich... Oh, warte mal. Ist das die Presswanne? Ne, immer die Backenfänger, das ist die, die ich nicht habe. Dann hauen wir ihm halt mal die Presswanne rein. Ich will es nicht kaufen, du Arsch, du Idiot, du Penner, Frenkel. Pass doch mal ein bisschen auf! Ja, egal, wir sind am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr lasst mir ein Like da und, jo, dann in der nächsten Episode geht's dann weiter. Dann vernichte ich Mr. Methan weiter und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich sag ciao, ciao!